Alter. Ich bin so am Arsch. Worum geht's? 2021 hat der Peter, mein Trainer, den kennt ihr schon aus diesem Video hier, mit Wolfgang Voigt ein Ultra-Event in der Fränkischen Schweiz gestartet. Bei der zweiten Auflage, jetzt dieses Jahr eben, war ich auch dabei. 280 Kilometer, 5.500 Höhenmeter. Also angeschnallt, schnelle Brillen auf und Abfahrt. So, hier ist schon alles vorbereitet für morgen. 5:30 geht's los. Steht die bisher längste Radtour für mich an. Mal schauen, wie lange ich brauche. Wird auf jeden Fall eine Ganztagesaktion, sag ich mal. Bin gespannt, wie es wird. Ich kann auf jeden Fall kaum erwarten, an der Sportuni in Erlangen loszustarten. Und dann hieß es aufs Rad und ab die Post in Richtung IQ Move in Erlangen durch die leergefegte Stadt. Die IQ Move war eben Start- und Zielort. Die Stimmung war rundum wirklich mega gut. War jetzt ja auch eine Gruppe, wo sich viele untereinander so ein bisschen kannten. Trotzdem waren alle aber auch so ein bisschen nervös, was da jetzt auf sie zukommt und was sie sich da jetzt zumuten. Es waren auch einige lokale Radteams bzw. Radsportgruppen am Start. Unter anderem natürlich der RC Happersdorf, der ja mit einer der Hauptunterstützer quasi waren. Das Hermann-Rad-Team, in dem ich ja auch Mitglied noch bin. Wir hatten Schleudergang aus Nürnberg. Das Team Bayer Landshut, die dann auch in einer großen Gruppe die schnellste Truppe am Tag gestellt haben. Ganz wichtig natürlich noch das RC Herpersdorf-Spin-Off, die Dranbleiber-Crew. Kurz vor 7 ging es dann los. Gestartet wurde in unterschiedlich schnellen Gruppen, sodass für jeden der 90 Teilnehmer für das entsprechende Leistungsniveau was dabei war. Dann sind wir da erstmal durch die Landschaft gefahren auf nahezu unbefahrenen Straßen. Es war mega, mega schön. Das Gute am Event Franken 9000 war auch, dass man sich nicht komplett selber verpflegen musste, sondern dass es Verpflegungsstationen gab. Bei der ersten Verpflegungsstation war die Stimmung natürlich noch gut, alle waren noch einigermaßen frisch, haben sich mit Riegeln, Getränken versorgt. Dann ging es erstmal wieder weiter, eben durch Wald und Wiesen, wir haben die Aussicht genossen, viele gute Gespräche geführt, schnelle Abfahrten runtergeheizt. Auch bei der zweiten Verpflegungsstation war die Stimmung dann rundum eigentlich noch motiviert und relativ frisch. So Peter, wir sind jetzt bei der zweiten Verpflegungsstation, haben schon, ja, 3 Stunden ungefähr jetzt auf der Uhr, aber immer noch um die 200 Kilometer, wenn mich nicht alles täuscht. Wie bist du bisher zufrieden so mit deiner Veranstaltung? Ich bin super happy. Es fühlt sich noch gar nicht an wie 3 Stunden. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade erst losgefahren. Okay, ja, das sind noch gute Voraussetzungen. Na dann, schauen wir mal, was noch kommt. So, wir haben jetzt 3 Stunden und trotzdem noch fast 200 Kilometer. Trotzdem noch gut motiviert oder? Ja doch, passt. Wetter ist gut. Bisschen windig, aber ansonsten passt schon. Okay. Beine fühlen sich noch gut an. Sehr schön. Auf welchen Anstieg freust du dich jetzt noch, die jetzt noch so kommt? Moritzberg. Weil dann sind es nur noch 120 heim. Und bis zu diesem Moritzberg mussten wir dann auch für die dritte Verpflegung noch durchhalten. Die musste man sich allerdings schon ganz schön verdienen. Da geht es ordentlich steil rauf. Für diejenigen, die sich am Anstieg so richtig verausgabt haben, gab es sogar ein kleines Highlight. Von der IQ Move aus wurde da nämlich Laktat gemessen. Das heißt, wir sind dann den Rest des Tages alle mit so einem kleinen Blutstropfen am Ohr rumgefahren. Aber hat sich natürlich gelohnt. Das Problem war jetzt nur, von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation ist es einem natürlich schwerer gefallen, wieder in Schwung zu kommen. Und Station Moritzberg war ja gerade mal bei etwas mehr als der Hälfte der gesamten Route. Gott sei Dank war die nächste Verpflegung aber nicht allzu weit weg, sodass man sich da nochmal so ein bisschen zusammenreißen konnte und ganz entspannt die Atmosphäre und die Landschaft genossen hat. Unsere Gruppe war zu dem Zeitpunkt auch noch ganz gut beisammen, aber doch schon deutlich dezimiert. Es ging dann über den Wiesengrund an der Pegnitz entlang bei Hersbruck zur definitiv reichhaltigsten Verpflegungsstation der ganzen Route. Allerdings gab es da auch dann einen der wenigen Defekte. Beim Beck stand da nämlich für jeden von uns eine vollgepackte Tüte parat, wo wir ehrlich gesagt gar nicht wussten, wie wir das alles essen sollten. Haben aber natürlich trotzdem unser Bestes gegeben, denn es standen jetzt nochmal ein paar richtig asoziale Rampen an. Musik.
Im Sittenbachtal wurde es dann nämlich so steil, dass wir angeknackst, wie wir nach circa 200 Kilometern bereits waren, uns in Schlangenlinien die Berge hochgewunden haben. Da hat es die Gruppe teilweise schon ganz schön zersprengt und ich hatte durchaus auch so meine Probleme. Alter, ich bin so am Arsch. Am letzten Anstieg mussten zwei Leute schon absteigen. Ich bin gerade so rübergekommen, allerdings habe ich den Anschluss verloren und versuche mich jetzt da wieder vorzuknüpfen. Das Gemeine an diesem Sägezahnprofil, das die Route hatte, ist natürlich, dass man auch zwischendrin keine längeren Flachstücke hat, wo man sich mal erholen kann. Jetzt hatte ich es gerade an die Gruppe rangeschafft. Schön im flachen, kleines Stück mitgefahren. Kommt natürlich direkt der nächste Berg. Und das Spielchen geht von vorne los. Kurz vor der letzten Verpflegung mussten einige dann sogar absteigen und haben teilweise sogar komplett den Anschluss verloren. Dann endlich der lang ersehnte RC Herpersdorf-Bus erscheint im Blickfeld. Die letzte Verpflegungsstation. Das bedeutete gleichzeitig auch, dass die richtig fiesen, längeren Anstiege jetzt geschafft waren. Letzte Verpflegungsstation, Gruppe ist schon stark dezimiert. Wie ist die Lage bei dir? Lage ist aktuell noch gut. Von nun an geht es nur noch bergab, oder? Habe ich gehört? Leider nicht. Oh, schade. Nee, aber die Moral ist jetzt wieder oben, so eine Cola und ein bisschen was zum Essen, das hilft schon. Und jetzt nehmen wir die letzten paar Meter in Anspruch. Optimal, let's go! Dann natürlich die flache Heimfahrt zur IQ Move. Ziemlich erschöpft sind wir da dann angekommen, saßen noch gemütlich zusammen, haben gequatscht. Jedem, der nach und nach noch angekommen ist, wurde von der ganzen Gruppe applaudiert. Rundum also ein wirklich absolut gelungenes Event. Deshalb auch an der Stelle danke Peter, danke an alle Supporter und vor allem danke an alle Mitstreiter, die das Event überhaupt erst so unterhaltsam gemacht haben. Irgendwann so um 21 Uhr rum bin ich da dann auch aufgebrochen, habe mich auf den Heimweg gemacht, musste aber, 290 Kilometer hatte ich ja eh schon, die 300 natürlich noch voll machen. Dann bin ich irgendwann nach meiner bisher längsten Fahrt endlich zu Hause angekommen und war definitiv fix und fertig. So, ich bin jetzt nach fast 12 Stunden Fahrt, also aktiver Fahrzeit, insgesamt war es natürlich noch deutlich länger, wieder zu Hause, habe die 300 Kilometer noch voll gemacht, bin definitiv ziemlich K.O., aber ich kann wirklich nur sagen, richtig geiles Event, Franken 9000. Ich werde auf jeden Fall versuchen, nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Jo, das war's. Ich gehe jetzt noch mal was essen. Ich bin eigentlich den ganzen Tag nur am Essen und wahrscheinlich trotzdem im Defizit. Und jo, dann auf jeden Fall auch ins Bett. Ciao, ciao.